keine Ausreden mehr. Heute muss Skill bewiesen werden. Aber ich mache kurz noch eine Verschnauspause bei der Klippe im Schatten. Aukidoki! Ja, beim letzten Mal haben wir in den letzten paar Folgen nur diese Noob-Characters gespielt. Damit ist jetzt Schluss. Hallo! Oh, ups, sorry. Also das Ding spawnt nur dann? Okay, warte, wir merken uns das eben? Okay, hab's nicht gemerkt. Und was ich mir gemerkt habe, ist, ich kann einfach cheaten. Let's go. Let's go. Ja, ich weiß, krasser Anfang, aber wir steigern uns von hier aus nur noch. So, gut wie neu. Genau, das haben wir doch gebaut. Ich würde aber sagen, ich mache alles kreuz und quer, hin und her, die ganzen Level. Was bedeutet das, was nächstes das hier machen? Abzeichentest, Duck Hochsprung 2. Ja! Ich nehme jetzt, by the way, irgendwelche random Characters immer. Worauf ich halt gerade Lust habe oder was denke, was jetzt gerade im Moment. Also, ich wechsle ab und zu mal ein bisschen ab. Worauf ich halt Bock habe. So, boing! Wir müssen aufpassen, weil der Boden abstürzt. Wir müssen uns hier beeilen. Mhm. Das läuft schon mal ganz prickelnd. Jetzt hoch. Ja, muss man timen. Okay, die erste Szene haben wir, da unten ist die zweite. Und ich weiß schon, wie wir die bekommen werden. Und zwar so. Ja, nice. Ja, ich habe gar keine Power-Ups mehr. Ich weiß auch nicht warum, die sind einfach weg jetzt. Aber ist in Ordnung. Kriegen das auch ohne Easy hin. Auf keinen Fall. Oh, und ich lass gerade nach. Boing. Boing. Nein. Oh, hi. Versuch es nochmal. Ja, ja, ich versuch's nochmal. Die spawnen wahrscheinlich neu, oder? Geh nochmal. Beim letzten einfach rennen, einfach rennen. Nein! Hm? Oder mach ich das falsch beim letzten? Einfach erstmal springen, damit das hier weggeht. Genau. Jetzt hab ich's. Ah. Der darf nicht runterfallen. Alright. Wir werden heute wahrscheinlich sogar die Welt abschießen. Juhu! Booyah! Toad hat so viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Denn ich hab's allemal. Boah, wie viele von diesen Verschnaufspausen gibt's bitte? Nein, ich möchte es nicht verwenden. Ich bleib immer noch bei meinem Lieblingsding. So, Verschnaufspause. Tanz im Musikraum. I'm ready! Okay, wenn wir tanzen, dann müssen wir natürlich den Rhythmussprung benutzen, ne? Delfino Plaza. Ich muss doch wieder Sunshine spielen. Woohoo! Arrivederci! Das nenne ich Musik, aber sowas von. Sunshine ist ein bisschen zu verhatet, finde ich, aber ihr wisst ja, was ich Sunshine halte. So schlecht ist das Spiel gar nicht. Psst! Hä? Hey, erzähl's mir mal weiter, aber wie sie hier im Laden lieben wir einfach wundersam. Oh, wow. Wir haben gleich 3 und ein neues Abzeichen für nur 10? So wenig? Turbo, du läufst und rennst etwas schneller als normalerweise, sogar über Sand. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Speedrunner nur ohne Effekte, das ist auch cool. Oh, what the... Sorry für die plötzliche Unterbrechung. Es kam gerade irgendwie riesige Pakete an, die gar nicht mal für uns sind, aber... ja, egal. Anderes Thema. 3 Wundersamen. Der eine ist sehr billig. Ja, kaufen wir, warum nicht? 100? Es geht noch. Dann 200. Schon ein bisschen teuer. Aber wir wollen ja alle haben. Von daher nehmen wir das trotzdem einmal mit. Ja, gib mal das Abzeichen hier. Bin gespannt, wie das ist. Speedrunner-Modus wird jetzt aktiviert. Damit würde ich sagen, auf ins nächste Level. Ich frage mich, ob ich da hoch kann. Hier. Na, wie auch immer. Welches machen wir? Wir können jetzt schon den Boss machen, aber machen wir natürlich nicht. Ah, nee. Noch habe ich keine Lust auf die Kampfparty. Hier war ich, glaube ich, schon, oder? War ich hier schon? Ich glaube, hier... Ja, nee, hier war ich, glaube ich, letztes Mal schon. Okay, komm. Dann...
Geheimgänge im Schiebebugs-Haus. Wer ist denn dieser Schiebebugs? Und warum brechen wir sein Haus ein? Naja, was soll's. Dann brechen wir halt ein. Jetzt mal sehen, wir wirklich schneller? Ah doch, wir kriegen nach einer Zeit so einen krassen Boost. Okay. Das ist doch nice. Hi, sagst du nichts? Na, jetzt sagst du was. Haurock, indeed. Und schaut euch den mal an hier. Blöp, blöp, blöp. Now! Oh yes. Oh, das hätte ich gern. Das ist bestimmt ein Power-Up. Elefant? Auis, aui! Na gut, mit dem Elefanten sind wir halt stärker, ne? Von daher, warum nicht? Plätsch! Wie passen wir da rein? Oh. Ja, so passen wir da rein. Okay. Ich mag die Animation, die sind super. Ich will sagen, was ihr wollt, die sind super. Oh. Danke, aber ist hier noch was? Oh! Hallo? Okay, ich kann da nichts machen, aber ich kann da rüber. Hä? Okay. Ah. Jetzt weiß ich, warum ich da rüber konnte, aber nichts machen konnte. Weil ich da nach oben drücken muss. Das ist cool gemacht. Das gefällt mir jetzt schon, das Level. Sehr schön mit Vordergrund und Hintergrund gearbeitet. Ah, ah, blob. Nice. Und ein extra Block für den gelben Toadie. Nee, gelben Yoshi. Gelben Yoshi. Ding dong. Okay, war richtig. Ja, bisher sehr, sehr simple Rätsel, aber habe ich nichts gegen. Ja, ich habe geläutet. Ich möchte rein. Bis später. Ja, mach das mal. Bam! Richtig ermordet. Wo fühlt mich das denn? Nein, warte, das ist falsch, oder? Kann ich nochmal zurück? Ich kann nochmal zurück. Okay, ich will nochmal zu den anderen hin. Habe ich da gerade eine halbe Tür gesehen? By the way? Naja, egal. Gehen wir erstmal hier rein, weil ich glaube, das hier war ein Secret. Deine Rute war die ganze Zeit schon da, aber die hier ist vorhin erst aufgetaucht. Ja, Secrets! Der nächste Trip. Wow! Der ist im Vordergrund. Der riesige goldene Bowser-Statue? Kann ich kaputt machen? Oder kann die mich kaputt machen? Oh. Was passiert jetzt? Stopp! Auf! Halt! Was kann ich tun? Ah, ist so stark! Ja? Ja, aber ich kann nichts tun! Ich kann's nicht! Ja. Ja. Oh, ja. Hä, was hätte ich denn machen sollen? Irgendwas ist mir entwischt. Okay, warte, versuch's einfach nochmal. Wowie, wowie! Muss ich jetzt das hier neu machen? Muss ich das Ding neu einsammeln da hinten? Zeig mal. Nee, muss ich nicht. Okay, manchmal bleiben Sachen gespeichert, manchmal nicht. Wir stehen und ich kenne auch ganz, wie es funktioniert. Aber das ist auch nicht so wichtig. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir das hier lösen, dieses Rätsel. Oh, muss ich vorher schon schieben? Nee, konnte ich doch gar nicht. Kann ich jetzt schieben? Nee, ich kann gar nicht schieben. Was muss ich denn machen? Die gehen jetzt nach oben. Und was ist hier falsch? Vielleicht härter drücken oder irgendwas? Nein! Ich kann nichts machen! Ja? 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 Oh! Oh! Okay, verstehe! Ah, gemein. Das war echt gemein. Wowi, saui. Komm, verschwinde. Okay. Okay. Sehr gut. Ja, danke schön. So, blob. Nein! Hätte ich da reingemusst? Ich glaube schon. Was mache ich jetzt? Oh Gott. Ich schaff das? Meinst du? Was ist das hier? Oh Gott. Boah, einfach so.
Drei Wände verschieben. Oh! Das geht aber auch nur als Elefant wahrscheinlich. Okay. Damit haben wir den Wundersamen, aber da war noch eine goldene Röhre. Oh, warte, sag mir jetzt nicht, dass da die letzte Zehnermünze war. Das wäre echt ärgerlich, weil ich habe das leider versaut. Hoffe nicht. Was haben wir denn hier? Zeig mal, was du hier hast. Okay, wunderbar. Yay, gefunden. Okay, cooles Level. Da ist halt wirklich eine halb kaputte Tür. Können wir auch gar nicht mitnehmen oder so. Wir können verschieben. Ja, gut. Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, was gewollt ist. Wir müssen die Türen zusammenbringen. Ganz süß zusammenbringen. Wir schippen die. Oh, aber der macht mir jetzt Ärger. Diese riesigen Sparks. Hab ich auch noch nicht gesehen vorher, oder? Ich kann mich nicht erinnern. So, Kumpel. Platsch. Und die Tür funktioniert wieder, aus irgendeinem Grund. Das sind Warptüren. Aber wenn sie aussehen wie normale Türen, das sind Warptüren. Hey, hey. Was war das denn gerade? Moment mal. Lass ihn mal sein Ding machen. Verschwinde! Ist da noch was, oder? Ja! Warte, muss ich da Stampfattacke? Nee, ich glaube, da soll das Ding ja rein, oder? Versuch's mal. Komm schon. Yes! Secret! Ah, jetzt sind wir im Vordergrund. Hallo, Freunde! Ja, habt ihr ein Like da gelassen, ja. Oh, okay. Oh, das ist das Ziel. Hey! Oh, Secret Exit. Warte, Secret Exit? Ja, Secret Exit. Huh. Interessant. Brauche ich das normale Exit dann gar nicht mehr machen? Frage ich mich. Hey, da wollte er gerade mein Dings wegschieben. Nein. Ich erreiche ganz oben die goldene Flagge. Yay! Oh, ja, wir müssen das normale auch noch machen. Okay, das mache ich dann offscreen, weil das ist, glaube ich, offensichtlich. Das ist ein cooles Bild. Ja, Toadship mit zu. Aber bekommen? Ah doch, wir bekommen was dafür. Und zwar einen neuen Bereich. Mit neuen Leveln. Okay. Okidoki, bis gleich. Okay, hier war ja die goldene Röhre. Und ich glaube, was wir hier jetzt genau das hier aufbauen können, dass wir easy hier rüber kommen. Yes. Das letzte Gefängnis wird zu einem Toad. Ich meine natürlich Poplin House mit dem letzten Samen. Du. So, wir können Abschied sagen zu den lieben Maxis. Zu den Schiebemaxis. Denn wir gehen jetzt weg von denen. Wir gehen weiter zu ein Himmel voller Ballons. Oh, das soll so ein sehr, sehr schwieriges Level sein. 4 Sterne, wenn ihr es gesehen habt. Okay, wenn das ein Himmel ist, werde ich wahrscheinlich fliegen müssen, oder? Lass mal sehen. Ach Mist, ich wollte eine andere Power-Up. Egal, zu spät. Wow. Okay, das ist wie Kugelwillis. Wie auf Kugelwillis balancieren ist das. Okay, das kriegen wir hin. Ich habe schon Schlimmeres gemacht. Vor allem in Mario Maker. Da muss ich hoch. Nein. Okay, letzter Versuch. Yes. Tod. Sich dran gegrapscht. Sehr gut. Was zum Teufel passiert denn? Jetzt bitte! Schwindet! Weg mit euch! Hi. Ja, sorry. Ich wollte mir nur die 10er-Münze krallen. Ich bin nämlich arm, musst du wissen. Ich gebe mal ganzes Gespartes für Standys aus. Oh. Wow! Der ist echt, ein breiter Kerl, du. Oh, wunderbar, dankeschön. Oh, Feuerwerk nur für mich? Ist aber lieb von euch. Oh, noch mehr Feuerwerk nur für mich. Wunderbar. Ihr seid doch Herbst allerliebst. Herz, ach, ihr wisst, was ich meine. Oh, nach oben. Whee! Yeah. Yippie. Ja, ein Pfeil. Ich weiß, so nach oben. Ah!
Die Trompeten oder was auch immer das ist. Das war kein Traum. Das war voll der Trip, Mann. Also jetzt erst die Hälfte? Wow. Na, schade. Na egal, dann sind wir heute halt in Elefantentopform. Haha. Oh, komm. Ein. Wo bin ich? Sterbe ich? Wow, was zum. Wie führt mich das denn hin? Na gut, egal. Das ist, glaube ich, nur ein Rückweg. Also nicht wichtig. Ganz schön tief runter. Oh! Ja. Oh Gott, schaffe ich das noch? Boing! Oh, okay. Dort ist er tot, glaube ich. Oh. Danke, roter Yoshi. Und noch mehr? Oh. Ist aber lieb. Schau mal, dass da oben ist. Yes. Wunderbar. Oh. Ist hier was? Hier hätte ich mir Wonder versteckt. Wenn nicht die gewesen wäre, die Entwickler. Okay. Sehr kurzes Level, aber hat mir sehr gefallen. Ich bin wirklich froh darüber, dass das Spiel nicht einfach ist. Bin ich wirklich froh darüber, weil in den Trailern sah es einfach aus. Aber die haben wirklich nur Early Level gezeigt. Also, ja. Sie haben zwar viel gespoilert, aber zum Glück keine schweren Level gezeigt. Immerhin. So, direkt das nächste. Abzeichentest für Profis. Unsichtbarkeit 1. Was? Unsichtbarkeit? Wie soll mir das bitte helfen? Ach, sehe mich an Gegner nicht? Oder wie ist das? Erklär mal, wie tot das schon steht. Bin ready! Unsichtbarkeit! Deine Spielfigur ist nicht mehr zu sehen und kann daher auch nicht mehr von Gegnern aufgespürt werden. Hat Blom? Ich bin jetzt im Schatten. Das ist ja cool. Das ist echt cool gemacht. Auch der Effekt so. Ist aber noch da. Das ist echt cool. Hey, was geht ab, Kumpel? Ich sehe mich selber manchmal nicht. Okay, er merkt aber, wenn jemand auf seinem Rücken ist. Oh! Ich bin nur eine Vase. Ich bin nur eine Vase. Ich bin eine Vase. Könnt mir nichts. Mach mal auf hier. Bist da durch? Dankeschön, Kumpel. Sehr lieb von dir. Die Bullen machen mir immer auf. Hui, ich tanze. Good job. Oh. Das war's dann wohl mit dem. Du. Ich hatte mal so ein Video gesehen, dass die Musikblöcke hier, die Notenblöcke, irgendwie auch in den Joy-Cons oder so Musik abspielen oder so. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das habe ich mal irgendwo in einem Video gesehen. Hey Kumpel, du musst auch nochmal mir helfen. Aber bitte hierher kommen, wo ich gerade bin. Siehst du mich, Kumpel? Nein, ich auch nicht. Aber danke. Okay. Okay, wir sehen ja, wo wir auflanden. Ja, wir sehen ja, wo wir auflanden. Ja, Profi ist es, weil man es sich nicht sehen kann. Ich weiß wirklich nicht, was die Vasen sollen. Aber... egal. Nicht egal. Oh, wie bist du denn so schnell wieder hergekommen? Ach so, jetzt weiß ich, was die Vasen sollen. Dann sieht er mich. Oder? Ah nee, ich kann ihn wütend machen damit. Oh, verdammt. Nein. Komm her. Nein, komm her! Oh, verdammt, ich bin fast tot, ne? Wo bin ich? Ich hab mich gar nicht mehr gesehen am Ende. Man sieht halt nur den Schatten im Hintergrund, aber hier ist gar kein Hintergrund. Also kein so naher Hintergrund, deshalb sieht man mich nicht. Okay, that's a challenge. Bye-bye! Boah, ich muss einfach nochmal sagen, wie schön das Spiel einfach ist, ne? Auch Grafik, aber generell alles. Es ist top. Also, sorry, aber ich muss es nochmal erwähnen. Es fällt mir immer wieder auf. Oh, das führt mich wahrscheinlich zu Star World, oder? Nein, bitte nicht anlegen. Bitte nicht. Das können wir ja mal als Twitch-Stream-Challenge machen, oder? Was meint ihr? Da hätte ich Bock drauf. So, jedes Level oder so mit bestimmten Abzeichen abschließen, damit es schwieriger wird. Das wäre cool. Aber ich frage mich wirklich, ob man wirklich nur ein Abzeichen pro Level anrüsten kann. Weil ich habe gedacht,
dass man zwei auf einmal machen kann später im Spiel, aber scheint ja nicht so. Hm, warum die es wohl gemacht haben? So, Spezialwellen, wie gesagt, die machen wir ganz am Ende. Aber wir können uns das schon mal anschauen, was wir denn so freischalten. Sehr salziges Level hier. Wüstenspezial, Freiluftakrobatik. Boah, 5 Sterne. Also noch schwerer geht's wahrscheinlich gar nicht erst. Ja. Nach dem Bowser-Fight habe ich da noch sehr viel Spaß. Mhm. Na gut. So. Wo waren wir denn bitte noch nicht? Da unten, aber keiner will ich da hinkommen. Machen wir erstmal die Kampfparty in der Wüstenarena. I'm ready! Und nach dem Kampf könnten wir dann schon den Boss machen. Und uns dann nochmal hier in der Welt umschauen. Das wäre jetzt so meine Idee. Aber was darf es sein? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir nehmen die Kombi. Oh, wie cool Toad aussieht. Pink-gelb. Nett. Ich mach's mal so. Okay, kann ich einfach so killen? Nein, ich muss sie ziehen. Okay, das kann leider etwas dauern, die zu ziehen. Oh Gott, vor allem, wenn die sich ständig umdrehen. Oh nein. Okay, das wird kein guter Run, aber ich versuch's. Ich versuch's. Okay, einfach konzentrieren, einfach konzentrieren. Sich nicht ablenken lassen. Nicht zu viel ablenken lassen zumindest. Da oben war noch einer. Oh, ich brauch so viel Zeit für den. Was zum... Oh Gott. Ey, das ist doch Ossi. Komm schnell her. Nee, ich wies das nochmal, ganz ehrlich. 4 Level diesmal, nicht 3. Also 4 Ebenen meine ich. Nehme ich einen anderen? Hilft mir ein anderer? Ich schätze, schnell sein hilft mir mehr. Okay, was darf es sein? Passt. Ich bleib so. Zweimal Elefant, ist in Ordnung. Bin ich zumindest ein bisschen stärker. Und kann schon ziehen, wow. Hast du gesehen? Wusste ich gar nicht, dass der Elefant so stark ziehen kann. Aber das ist nice. Also ehrlich, von einer der meiner Meinung nach langweiligsten Abilities zu der interessantesten Ability ist diese Elefantenfrucht gerade für mich geworden. Also nicht gerade, aber wie tot steht. Durch diesen kompletten Playthrough aus. Am Anfang fand ich den wirklich lame. So ein Elefant, ja, da kann halt ein paar Sachen, die andere auch schon können. Mittlerweile finde ich ihn richtig cool. Einer der besten bisher. Bam. Bam. Nach oben. Nein. Okay, das tut mir zumindest nicht weh. Was mich wundert. Oh, hier sind Wolken. Als ob. Bro. Das kannst du nicht ernst meinen jetzt. Nein. Oh, viel zu lang. Okay, hab ihn. Noch er. Yes. Okay, ich denke mal, das Ding ist 70 Sekunden wieder, oder? Nein, warte, das sind 4 Räume. Das sind wahrscheinlich wie 100 Sekunden oder so. Vermutlich. Ach, nur die Viecher. Ja, komm, easy. Komm, easy, easy, easy. Also, das kann ja gar nicht schwer sein. Das verschwendet mir nur ein bisschen Zeit. Können doch alle nichts. Nein, als ob! Okay, verdammt, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein großes Problem. Oh, die brauchen 2 Hits, ey. Schwinde! Stampfattacke killt sie sofort. Okay, okay. Boah, 80 Sekunden schon. Ah, das könnte knapp werden. Das könnte extrem knapp werden. Ah, komm schon. Letzte Ebene, letzte Ebene. Oh, no way! Oh, das lief gut. Tschüss. Tschüss. Was? Wie ist ein Hammer, Bruder? Bitte einfach. Okay. Nice. Also, dieses Spiel war ein Hammer, Bruder, noch gar keine Herausforderung sein konnte. Yes, unter 100 Sekunden. Ich hab's gewusst. Ich hab's predicted und ich hab's geschafft. First try. Yippie. Yippie. Ja. Dosch. So wegtreten. Alrighty. Dann auf zum Castle. Und scheinbar können wir nach dem Castle rechts noch weitergehen. Zumindest sieht es so aus. So. Oh, will ich das machen? Palast der wolkenlosen Wüste. Boah. Gemeinsam holen wir uns das Wasser zurück. Möchtest du ein anderes Abzeichen? Wir drücken auf R.
Na, nehmen wir das jetzt erstmal. Aber vielleicht keine Idee, gute Idee. Ich weiß nicht. Part ist eigentlich schon gleich vorbei, aber komm, ich beeil mich. Okay, wir haben wieder ein Castle-Level. Oh, oh, ja, toll, danke. Ich voll jetzt warten können, dass das kommt. Boing. Yay. Wow! Geil. Hä? Hey. Was soll der Blödsinn denn jetzt? Ich denke, das wäre lustig, wa? Ja. Oh, da ist aber was, da ist was. Wow. Oh, wollen wir wieder alle schneller? Warum ist alle wieder schneller? Oh, wir haben einen Bohrer. Oh, wir hatten mal einen Bohrer. Schade. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Sonst wäre das jetzt echt ziemlich blöd. Hä? Warum ist auf einmal alles wieder langsam? Oh, jetzt wäre das so schnell. Okay, okay, okay. Ganz schnell. Oh, geil. Da kommt wieder neue. Und jetzt ist alles brutal. Ich brauche den Elefanten. Aui, aui, yeah, juhu. Okay, wenn da was ist, dann habe ich es jetzt nicht. Da komme ich nicht dran jetzt so schnell. Verdammt! Das nervt echt. Ich will den Checkpoint haben. Ich brauche jetzt dringend den Checkpoint. Bitte, halt ab, ich brauche da schnell Checkpoint oder irgendwas anderes oder Heilung oder wow! Wie soll ich denn bitte da rankommen? Ah, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Nur mit dem Drill. Nur mit der Drill geht das. Okay, das muss ich nachholen. Da! Nimm es mit! Okay, alright! Das ist aber ein kurzes Schloss. Oder ich speedrun zu sehr, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, die eine 10er Münze hole ich gleich nach. Das zeige ich euch dann auch. Aber jetzt machen wir erstmal den epischen Bossfight! Aha! Bowser lacht, aber sein Kind kämpft. Ach Mist. Egal. Vielleicht wird es ja ein krasserer Kampf, wenn ich keine Power-Ups habe. Unter Wasser. Pa! Ihr schon wieder! Ich hatte so viel Spaß dabei, im Wasser zu planschen und jetzt ruiniert ihr mir wieder alles. Ach egal, bald gibt es nämlich ein großes, böses Wunder und dann gehört Papa die ganze Welt. Wenn ihr so clever seid, gebt ihr jetzt einfach auf und falls das nicht freiwillig geschieht, zwinge ich euch! Okay, kannst du ja gerne versuchen. Wow. Okay. Bist du schon mal der krasseste Boss, weil ich mich fast treffen lassen habe? Ich weiß mal gemein, aber ist halt so. Ist jetzt wieder groß oder was passiert jetzt? Wait. Oh, hat sehr viel vom Wasser entfernt. Ah, es fliegt jetzt in der Luft, das Wasser. Wow. Okay. Ich mag den Kampf aber. Weil der teilweise sogar herausfordernd ist. Plop. Okay. Ich glaube, zwei Treffer braucht er noch. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Oh, okay. Wasser an der Decke. Stacheln auf dem Boden. Ich muss immer dicht an ihm bleiben, damit ich ihm gleich auf den Kopf stampfen kann. Jetzt. Bam. Good job. Ein Treffer noch. Jetzt ist hier oben wahrscheinlich alles klein, oder? Ja, ja. Nein. Hä? Das schon wieder? Denn das wird. Oh ja, das sind wieder Stacheln. Na, trotzdem ein bisschen lame. Ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig, wenn ich sage, die Bosse sind wirklich underwhelming. Die hätten die wirklich viel besser machen können. Ah. Nee, ist wieder das. Aber das Leichte. Was zum? Sein Lätzchen greift mich an. Ey! Verdammt, das geht nicht. Warum nicht? Bam, jetzt geht's. Keine Attacken mehr. Es reicht. Yeah. Ja, verschwinde besser. Ah, na klar. Und Dankeschön für den schönen gelben Königssamen. Yeah! Good job, Toad. Du hast ihn dir verdient. Alright. Das Schloss verwandelt sich wieder zum Palast zurück. Aber kein Friede, Freude, Eierkuchen? Was zum...
Und so brachten Toad und der Prinz das gestohlene Wasser in die wolkenlose Wüste zurück. Der vierte Königssamen gehört nun ihnen. Wohin werden sie sich als nächstes wenden? Zu den geheimnisvollen Ruinen der Fungimine? Oder den Lavatümpeln der Magmatiefen? Toad und der Prinz setzen ihr Abenteuer fort, um Bowsers finsteren Plänen Einhalt zu gebieten. Danke! Beim nächsten Mal finden wir es heraus. Und tatsächlich, hier kommt noch mehr. Nehmen wir noch eine Propellerblüte, um zu den Blüteninseln zurückzukehren. Pass auf, dass du keinen Sand ins Auge bekommst. Okay. Ai! Ich war noch gar nicht fertig. Mann, ist gemein. Aber die Wüstenwelt hat mir jetzt am meisten gefallen, tatsächlich. Das war jetzt echt cool. Da! Der Königssamen. Die letzten drei Dinger. Schon wieder? Oh, verdammt. Blub, eingefangen. Yay. Haha. Kannst noch so lange gucken. Ja, ich freue mich ja so. Das war es wert, diese Wüstennetze zu ertragen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch mehr Königssamen finden, damit wir es mit Bowser aufnehmen können. Ja, stating the obvious, ne? Ja. Aber bevor wir beenden, gibt es noch eine Sache, die wir sammeln müssen. Und wir müssen uns hier wirklich sehr, sehr vorsichtig rumbewegen. Weil wenn wir unser Power-Up verlieren, dann können wir es uns nicht mehr holen. Und das wäre fatal. Okay, es ist nämlich hier. Hier an die Wand. Runter. Und wir haben es. Wie finden die eigentlich den gelben Toad? Ich finde es voll cool mit dem schwarzen Punkten. Dem gelben Outfit. Sieht sehr nice aus. Und hier gibt's auch noch was. Nee, gibt's nicht. Okay, schade. Schade. Naja, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Haut rein. Und da oben, da ist die nächste Folge. Ich muss da hin. Rein da. Yay.